Ziel dieser Schiffe ist in keiner Seekarte vermerkt. Es ist ungemein beweglich, nicht zu sehen und kaum zu hören. Das Ziel, dem diese Schiffe dennoch begegnen wollen und müssen, ist heute zur Hauptgefahr auf dem Meer geworden. Dieses Ziel sind U-Boote, die Schiffe U-Jäger. 3-1 Brücke. Kursanwendungspunkt erreicht, neuer Kurs 80 Grad. Kursanwendungspunkt erreicht, neuer Kurs 80 Grad. Ruder Backbord 15. Ruder Backbord 15. Richtig. Zurück, Backbord 15. Die Verteidigung gegen die Unterwasserkräfte der NATO ist eine Hauptaufgabe unserer Volksmarine. Dafür stehen Spezialschiffe zur Verfügung, deren neue Generation, der Typ Parchim, in diesem Film vorgestellt wird. Nach einem einheitlichen System ist auch die Parchim in Gefechtsabschnitte gegliedert. In der Kommandosprache kurz GA genannt. Der GA1, in dem wir uns hier befinden, ist der Navigationsgefechtsabschnitt. Elektronavigatorische Anlagen, einschließlich modernster Funkmesstechnik, sichern die genaue Schiffsführung unter allen Lage- und Wetterbedingungen. Folger 3-1, Ausweichkurs mit Passierabstand zur Frachttonne 20 Kabel festlegen. Ausweichkurs mit Passierabstand zur Frachttonne 20 Kabel festlegen. Richtig. Ausweichkurs 220 Grad. Ruder Steuerbord 10. Ruder Steuerbord 10. Rollig Steuerbord 10. Ja. Komm auf. Komm auf. Der ist hier an 6-4. 6-4. Hydroakustische Anlage schalten. Hydroakustische Anlage schalten. Richtig. Kernstück der Unterwasserorientierung und damit der U-Boot-Suche ist die hydroakustische Anlage. Die Bekämpfung der gedeckt unter Wasser operierenden U-Boote umfasst Suche, Verfolgung, Angriff und Vernichtung. Das Ziel muss eindeutig als gegnerisches U-Boot klassifiziert werden. Seine Bewegungselemente, Kurs, Geschwindigkeit, Tauchtiefe sind zu bestimmen und die Ausgangswerte für den Angriff zu erarbeiten. Dazu dient die hydroakustische Ortungstechnik. Hydroakustische Wache, Echopeilung, Entfernungsbereich 2, 1/10 Leistung, eröffnen. Die Ortung beruht auf dem Prinzip der Echopeilung. Von einem Schwinger unter dem Schiffsrumpf werden Schallimpulse abgestrahlt. Sie breiten sich mit spezifischer Geschwindigkeit aus, werden von Unterwasserobjekten reflektiert und als Echo wieder empfangen. Aus den Zeit- und Richtungsdifferenzen des Echos lässt sich die Lage des Objektes errechnen. Soweit das Grundprinzip. Der praktische Vorgang ist weitaus komplizierter. So stellt sich dem Hydroakustiker die Unterwasserwelt dar. Der Schall breitet sich nicht gleichmäßig aus. Das Ostseewasser ist inhomogen, das heißt von verschiedener Dichte. Durch Temperaturunterschiede, Unterschiede im Salzgehalt sowie durch Gasbläschen kommt es zu Schichtungen, sogenannten Sprungschichten. Von diesen Sprungschichten werden die Schallwellen abgelenkt, gebeugt, absorbiert. Ist ein Objekt aufgefasst, müssen die Hydroakustiker herausfinden, ob es sich um Felsenriffe, ein Wrack, einen Fischschwarm oder tatsächlich ein U-Boot handelt. Das ist im Normalfall schon schwer genug und verlangt unter den raffinierten Störmöglichkeiten des Gegners die ganze Meisterschaft des Spezialisten. Zur Unterstützung der UAW-Schiffe sind deshalb Marinehubschrauber unentbehrlich. Sie können über ausgesetzte Funkbojen und ihre absenkbaren hydroakustischen Sonden den Unterwasserbereich schnell und genau aus der Luft absuchen. Mit diesen Sonden werden die Sprungschichten des Wassers untertaucht.
Tag für Tag handeln Unterseeboote der NATO-Flottenkräfte, vorrangig der Bundesmarine, in der mittleren und östlichen Ostsee. Mit einer aggressiven Einsatzkonzeption in Marsch gesetzt, gehört die ständige Präsenz zum politischen Geschäft. Das beschwört große Gefahren für die Handelsschifffahrt, die Fischerei und auch für Küstenobjekte herauf. Der strategische Hintergrund ist unschwer zu erkennen. Training von Offensivhandlungen. Unsere Volksmarine steht auf dem Gebiet der Unterwasserabwehr vor immer größeren Anforderungen. Die Geschichte der UAW-Schiffe zeigt, wie zur Lösung dieser Aufgabe stets die erforderliche Technik zur Verfügung stand. In den 60er Jahren wurden die Aufgaben der Unterwasserabwehr von Mehrzweckküstenschutzschiffen miterfüllt. Neben ihrer starken Artilleriebewaffnung zum Kampf über Wasser verfügten sie über Wasserbombenwerfer und die notwendige Ortungstechnik. Der erste spezielle U-Jäger unserer Seestreitkräfte war der sowjetische Typ 201M. Er war mit 4 Werfern und 2 Ablaufgerüsten für schwere Wasserbomben bestückt. Eine weitere Verstärkung ihrer UAW-Kräfte erhielt die Volksmarine ab 1963 mit den U-Jagdschiffen des Typs Hai. Sie erreichten eine höhere Geschwindigkeit und waren mit moderneren sowjetischen Ortungsgeräten ausgerüstet. Brücke anrufen. Rufen. Die Mitte 57. Mitte 57. Richtig. Brücke. Mitte 57 und Drehung liegen an. 57 und Drehung liegen an. Die U-Jäger des Typs Parchim sind eine neue Generation von Kampfschiffen. Ihre Seetüchtigkeit erlaubt den uneingeschränkten Einsatz im gesamten Ostseeraum. Gebaut werden die Schiffe auf Werften der DDR. Bewaffnung und Ausrüstung bestehen größtenteils aus bewährten Systemen sowjetischer Produktion. Das erste Schiff dieses Typs wurde der Volksmarine im April 1981 übergeben und mit dem Namen Parchim in Dienst gestellt. Seither ist eine ganze Serie vom Stapel gelaufen. Ruder Backbord 15. Ruder Backbord 15. Komm auf, neuer Kurs. 168 Grad. Auf, neuer Kurs, 168 Grad. BS5 an Brücke. Brücke. 2x1300 Ling an. Wir sind im Maschinengefechtsabschnitt, dem GA5. Nächste Auslaufstrecke 2x1300. Im Maschinenleitstand laufen alle Informationen von Haupt- und Hilfsmaschinen sowie Zusatzaggregaten zusammen. Das Schiff hat sein eigenes Kraftwerk. Ein dieselgetriebener Hauptgenerator deckt unter Normalbelastung den Energiebedarf. Bei Zuschaltung aller Verbraucher und Höchstbelastung können 3 unabhängige Nebengeneratoren zusätzlichen Strom ins Bordnetz einspeisen. Bewegt wird die Parchim von 3 Hauptmaschinen. Ihre Kraft gibt dem Schiff die enorme Manövrierfähigkeit, auch auf engstem Raum.
Zu den Aufgaben des Maschinengefechtsabschnittes gehört auch das Bunkern auf See. Hier wird Treibstoff aufgefüllt. Die Bewaffnung ist in weitere Gefechtsabschnitte zusammengefasst. Zum GA3, dem Sperrgefechtsabschnitt, gehören die reaktiven Wasserbomben. Die Wasserbombenlast, die Förder- und Ladeeinrichtungen und die Werfer bilden einen halbautomatischen Komplex. Die Parchim verfügt über zwei reaktive Wasserbombenwerfer mit je 12 Rohren. Salven und Einzelfeuer sind möglich. Eine größere Wasserbombenart wird aus Ablaufgerüsten im Achterschiff geworfen. Vorher werden die Zünder eingesetzt und die Detonationstiefen eingestellt. Die Spezialtorpedos, Steuer- und Backbord je 2, komplettieren die Bewaffnung für den Unterwasserkampf. Über Wasser wird mit solchen Waffen geführt. Es sind vollautomatische Schnellfeuergeschütze zur Luftabwehr und zum Kampf gegen feindliche Schiffe. Sie sind funkmessgesteuert, können aber auch von Hand bedient werden. Diese Schiffsartillerie gehört zum Gefechtsabschnitt 2. Das physikalische Prinzip und die technischen Voraussetzungen des Kampfes gegen U-Boote sind beschrieben. Der praktische Vorgang ist jetzt zu erleben. Gehandelt wird unter angenäherten Gefechtsbedingungen. Übungspartner ist ein sowjetisches U-Boot. Das Operationsgebiet ist erreicht. Die U-Boot-Such- und Schlaggruppe entfaltet zur Dwarslinie und geht auf Suchkurs. BS4. Kontakt 236. Kontakt 236. Richtig. BS4 an ABS. ABS. Kontakt 236. Kontakt 236. ABS am Brücke. Brücke. Kontakt 236. Zum Verständnis des Zusammenwirkens aller Gefechtsabschnitte sind noch drei Begriffserklärungen der Kommandosprache nötig. HBS ist der Hauptbefehlsstand. BS4 ist der Befehlsstand der funktechnischen Anlagen. BS3 ist der Befehlsstand der U-Boot-Abwehrwaffen. Drück an HBS. HBS. Kontakt klassifizieren. Kontakt halten, Kontakt klassifizieren. Richtig. HBS an BS4. BS4. Kontakt halten, Kontakt klassifizieren. Kontakt halten, Kontakt klassifizieren. BS4 an 64. Kontakt halten, Kontakt klassifizieren. Kontakt halten, Kontakt klassifizieren. Bewegungselemente des Zieles bestimmen. Bewegungselemente des Zieles bestimmen. Ja. Achtung, Peilung 0. 121, 13,5. ABS Herr Brücker.
Brücke. Kontakt 244, klassifiziert, verbunden Kontakt mit U-Boot. Zielauswertung mit 3-1, HBS, U-Boot-Alarm. U-Boot-Alarm. BS4. Kontakt 244 klassifiziert. Hätte dort vorankommen, Thales. Betreuung Sicherung nicht vorhanden. Koordinatenfunktion vorhanden. Vermutung Kontakt mit U-Boot. 214, 40. Verstanden. BS4 und HBS. HBS. Kontakt 244 klassifiziert. Kontakt mit U-Boot. Kontakt 244 klassifiziert. Vermutung Kontakt mit U-Boot. Die Brücke hat verstanden. Zielauswertung mit 3-1. Warte Zielauswertung. Heilung, Achtung, 0. 244. 244. Richtig. Heilung, Achtung, 0. 205, 39. 205, 39. Brücke an BS3. BS3. Angriff auf ein U-Boot nach Werten der hydroakustischen Anlage. Schießen mit Steuerbordwerfer volle Salve. Tauchtiefe 30, Detonationstiefe 35 Meter. Brücke an BS3. BS3. Den Werfern Ladestellung. Den Werfern Ladestellung. Richtig. BS3 13, den Werfern Ladestellung. Ladestellung? Ja. Brücke an BS3. BS3. Geh auf Gefechtskurs. Gehen auf Gefechtskurs. Gehen auf Gefechtskurs. Brücke an 3-1. Ja. 3-1. Frage, letzte Peilung Entfernung. Letzte Peilung Entfernung 230-24. 230-24. Bitte. BS3 am Brücke. Brücke. Steuerbordwerfer ist in Richtstellung. Schießungspreis ist ein. Verstanden. 5 lang. GA3 klar zur Salve. Klar zur Salve. Steuerbordwerfer ist klar zur Salve. Zeit der Salve. Achtung. 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 0. Salve. Dass hier nur Übungsbomben geworfen wurden, versteht sich. Im Gefechtsfalle hätte die Salve das U-Boot vernichtet. Im Gefechtsfalle wäre aber mit einem nächsten Einsatz schon unmittelbar zu rechnen. Das erneute Klarmachen zur U-Jagd muss daher schnellstmöglich geschehen. Das gemeinsame gefechtsnahe Training mit den befreundeten polnischen und sowjetischen Flotten hat einen hohen Stellenwert. Bei der genau abgestimmten Verteidigung des Küstenvorfeldes muss man sich aufeinander fesseln können. Die UAW-Schiffe der Volksmarine sind zuverlässige Partner.